Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Life is Strange. Ja, wir sind wieder zurück zu Hause mit der guten Chloe, aber wir hören schon irgendwelche bluesige, jazzige Musik von unten. Das ist sehr untypisch, irgendwas stimmt hier nicht, habe ich so das Gefühl. David's Towel? Und unser Zimmer wurde durchsucht, durchwühlt. Machen sich... My towel's probably in here somewhere. Ja, wahrscheinlich im Wäschekorb hier, oder? Hat uns unsere Mutter wirklich vergessen, sag ich mal, also abgeschoben schon? Mom threw my towel in here. Ach, es ist nicht der Wäschekorb, oder doch? No awesome pirate towel. Wir wollen duschen gehen übrigens, deswegen sucht sie ihr Handtuch. I don't even know what's in there. Na dann, durchwühlen wir doch mal andere Leute Sachen, wenn das bei uns gemacht wird. Score. Oh, da ist es ja. Oh, die haben tatsächlich unsere Sachen. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Okay, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo sie ihre... Bombig Blau, wo sie ihre, Rückenhaare bekommt. Ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. Gross. Ist das? Muskelmann-Pomade, Styling-Pomade mit extra starkem Halt. Ja gut, was ist daran eklig? Es ist ein Haargel, schätze ich mal. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Okay, dann gehen wir mal duschen. Das Stück Seife sieht ein bisschen aus wie ein Stück Butter. mit guter Markenbutter einschmieren. Das ist schön. Ja, was wird jetzt wohl kommen? Was wird wohl kommen, Leute? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir... Vielleicht schlafen wir auch noch oder so. Und das ist alles nur ein Traum. Ein Albtraum. Sie hat sich jetzt nicht die Haare gefärbt, oder? Macht sie es jetzt noch? Doch. Okay. Ach, nur so ein Strähnchen. Okay, da haben wir sie, die neue Rebellen-Chloe, obwohl sie es vorher auch schon war. Auch ohne blaue Haare. Okay, sie klaut sich jetzt Kleidung von ihrer Mutter? Oder was hat sie jetzt vor? Tatsache. Die was hätte, was ihr gefällt. Evil, ja gut. Klamotten von ihrem Vater. What do I feel like wearing on this crazy ass day? Okay, lasst mich raten, ich darf wieder was aussuchen. So sieht's aus. Ich glaube, ich nehme hier diesen Feuerkegel, dieses Eis, so wie ich es genannt habe. Sieht wirklich aus wie ein schlafendes Eis im ersten Moment. Was wir von Rachel bekommen haben, was sie aussortiert hat. Ziemlich rockig auf jeden Fall, die gute Chloe. Okay, behalten wir das. Oder... Ach so, nee. Umziehen habe ich jetzt so verstanden, wie das, wie sie das anziehen soll. Ja, beenden. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Wollte ich gerade sagen.
Das sollte in der Garage sein. Would be nice if I had some clean clothes. Die Sachen habe ich alle, eigentlich alle schon durchwühlt, letzte Episode. Habe ich hier oben denn jetzt schon alles durchwühlt? Glaube nicht. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Auf jeden Fall. Auto zu haben als Teenager ist auf jeden Fall eine geile Sache, kann ich mir vorstellen. One day I'll look at that and think, huh, my old home. And not fuck this shithole forever. No way. Mom actually sold her ring for $300. Ja. Für 300 Mäuse hat sie ihren Ehering verkauft, scheinbar ihren alten Ehering. 410 braucht sie, um ihn wieder einzulösen. Wow, das ist ganz schön viel mehr. Ich dachte mal, man kann es auslösen für das Gleiche. Und sie machen ihr Geschäft mit halt Sachen, die nicht wieder eingelöst werden, weil man halt wesentlich weniger dafür bekommt, als er eigentlich wert ist. Aber ich dachte, man könnte es für den gleichen Wert wieder auslösen. Vielleicht ist das auch in Deutschland so. Keine Ahnung, wie dieses Pfandgeschäft genau funktioniert. Sportscars are really good for. Hitting on chicks. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Okay, wir haben schon eins vergessen, eins übersehen. Okay, das haben wir letzte Episode schon gelesen. Und das ist, glaube ich, auch. Das haben wir auch schon gelesen, glaube ich. I remember this. Mom loved it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Es ist wissenschaftlich bewiesen, du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag. In Liebe, Chloe. Diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich. William. 8. Mai 2005. Ist heute der 8. Mai? Nee, Muttertag ist nicht immer am 8. Mai. Okay, wir brauchen dann ein Geschenk besser, oder? Zumindest sind wir jetzt darauf vorbereitet, wenn wir unten angesprochen werden. David really is moving in. Ach, deswegen hat sie auch die Sachen vom Vater aussortiert bestimmt. Die waren vorher in den Schubladen. Can I just give that to Mom again for Mother's Day? Das ist der Hammer. Oh. Mama guckt gerne Videos und hat Spaß mit David, so wie es aussieht. Who gave this to Mom? Ein Machtwort sprechen. Die Anleitung zur Zähmung des rebellischen Teenagers von Dr. Bill. Dr. Bill, das klingt sehr seriös irgendwie. So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Stimmt, das hatten wir das letzte Mal noch rausgeholt aus einer Schublade und wieder hingestellt. Jeder hat so ein bisschen auch seine eigene Art, damit umzugehen, ne? Das heißt ja nicht, dass sie ihren Vater nicht mehr liebt und, ja, dass sie die Zeit nicht geschätzt hat, aber... What are the chances I can avoid Mom or David? Vielleicht wäre ich besser doch nochmal in unser Zimmer gegangen und hätte geguckt, ob wir irgendwas haben, was wir ihr zum Muttertag schenken können. I'm flipping them over. Not yet. I told you. 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess.
You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Ja, Mutti hat auf jeden Fall Spaß, wenn wir zu Hause nicht, wenn wir ausgebüxt sind. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Naja. Alles Gute zum Muttertag, seht ihr? Gut, dass ich vorbereitet bin. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. Schüttelt er den Kopf, der Wichser? I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Ich sag dir das nicht. Don't worry about me. Okay? I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. Was will David mir denn jetzt wieder sagen? Hoffentlich nichts, was Erziehung angeht. Also ich bin immer dafür, den neuen Partner und so zu akzeptieren und was Chloe macht, ist auf jeden Fall nicht richtig, aber die Erziehung einmischen ist nie eine gute Idee. Best idea. You already promised. Okay, es ist auf ihren Mist gewachsen. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? Das wollte ich auch gerade fragen. It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Irgendjemand hat mein Zimmer durchsucht. Das steht auf jeden Fall fest. David's lying to your face, Mom. He searched my room. You gave up any right to privacy when Chloe, I asked David to help me yesterday, and he only did what he thought was best. You knew? You knew das that ist echt David das Letzte. Went through all of my... That was sowas before gar I nicht. Talked to him and explained why I disagreed with that method. But Chloe, if I'd been able to trust you in the first place... I'm done with this. Chloe, stop. I know why you're acting this way. And I know you're gonna regret it. Come here. Take a look at this. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed
near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Alter, wenn ich jetzt rausfinde, dass der Typ noch lebt, dann gibt's Ärger. Ich habe David schon eine Chance gegeben. Eigentlich hat er nicht noch eine verdient, aber... David ist einfach viel zu überengagiert. Wir wissen ja aus Life is Strange, dem Hauptspiel, dass er eigentlich ein Guter ist und es gar nicht so meint, aber der ist halt voll drüber. David looks so young. And this Phil guy... They look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Okay, das lief doch gar nicht so schlecht. Bis jetzt, abgesehen davon, dass mein Zimmer durchsucht wurde, was halt überhaupt nicht geht. What the hell? Er hat seinen ganzen Waffenkram mit hergebracht, so wie es aussieht. Was ist das alles? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Was für ein Zeug, was da steht. War, stand auch Williams Stuff drauf? Ich hab's nicht lesen können. Okay, das lief gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Es hätte schlimmer laufen können. Zumindest hätte ich jetzt das Gefühl als Teenager, dass ich wieder zurück nach Hause kommen kann, ohne mir irgendwie großes Theater geben zu müssen. Ich meine, jemand, der von zu Hause weggelaufen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man Kinder damit verschreckt, wenn diese Stimmung zu Hause, wenn so ein David da einzieht, der einen dann kontrolliert und das Zimmer durchsucht, dass man dann gar keine Lust mehr hat, nach Hause zu kommen, weil man halt immer unter Druck ist und immer dieses Gefühl hat, ja, ihr wisst schon, was ich meine, denke ich. Auch wenn der Druck schon berechtigt ist irgendwie. Man ist so ein bisschen ohnmächtig gegen Kinder. Man braucht auch so ein bisschen Glück immer, meiner Meinung nach, was Kinder angeht, was die Erziehung angeht. Love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Kein Problem, machen wir gleich. Erstmal schaue ich, was wir hier für eine Nachricht haben von David. So, Chloe, David hier. Ja, das sehe ich an deinem Foto, du Holzkopf. Hat man bei dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie, aber ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt?
Alter, was ist der Typ für ein Stalker? Hat er nichts Besseres zu tun, als direkt in die Garage zu gehen und zu schauen, was ich dort gemacht habe? Wieso haben wir eigentlich 8 Uhr morgens? Ist das so früh? Mehr oder weniger. Welche Art von Projekt? Oh Mann, wie wär's mit etwas Vertrauen? Nein, nein, ich frage ja nur. Freut mich, dass du dich für etwas interessierst. Mach weiter so. Ja, komisch trotzdem, dass er nachfragt. Irgendwie. Okay, schauen wir mal. Wir haben einen neuen Eintrag. Max mit Ä. Max, ich glaube, ich will ein Tattoo. Ich weiß, es ist permanent, richtig? Aber das ist das Ding. Das ist es nicht. Nicht wirklich, weil wir alles andere als permanent sind. Komisch, wie viel simpler das Leben ist, wenn man daran denkt. So. Wie meine Haare. Ich wollte wissen, wie sie in Blau aussehen würden, also tat ich es. Sieht klasse aus. Eines Tages färbe ich sie komplett blau. Und wenn's mir da nicht gefällt, was soll's? Sie fallen sowieso irgendwann alle aus. Siehst du, wie das funktioniert? Weißt du, was auch nicht permanent ist? David! Der Arsch durchsuchte mein Zimmer, während ich weg war und lieferte dann die lahmste Entschuldigung der Welt ab. Er versuchte, eine Verbindung zwischen uns herzustellen, durch seinen toten Freund. Was? Okay. Eine 1 für den Einsatz. Als ich endlich loskam, bin ich ab in die Garage, die David gerade in seine ganz persönliche Arschlochhöhle umdekorierte. Wenigstens habe ich, wofür ich gekommen bin, Papas Werkzeugkasten. Ich wette, die Idee, dass ich mit seinem Werkzeug ein Auto repariere, würde ihm gefallen. Auf zum Schrottplatz, um herauszufinden, ob ich den Truck zum Laufen bringen kann. Ich weiß, es ist nicht dauerhaft, aber ich hoffe, das Beste. Ich hoffe, die Bestie hat noch etwas Leben in sich. Chloe, die Abwaschbare. Ja. Okay, dass die Mutter jetzt so happy ist, wenn man nicht zu Hause ist, ist natürlich schwierig zu sehen. Allerdings wäre es besser, wenn die Mutter da zu Tränen... It's not like I need a manual. But I'm really glad it's here. Okay. Lesen wir uns das mal durch. Verteilerkappe, Kontakte, bla bla bla. Okay, das schaue ich mir lieber so an. Das ist einleuchtender. Ja. Yeah. Jede Menge Zahlen. Serpentine Belt. Mhm, ja, okay, verstehe. Und wieso gibt es denn da 2 Methoden für den Zahnriemen? Naja, okay, schauen wir uns das lieber erstmal so an. I bet Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. So, die Batterie. Schauen wir erstmal, ob da alles richtig ist. Pretty shaky. Okay, dann sollten wir das... Genau, da brauchen wir da eigentlich nur eine Zange für. Oder einen Schraubendreher. Hier steht Schraubenzieher. Leute, könnte ich erstmal eine Kopfnuss geben, die Schraubenzieher sagen, wobei das Ding Schraubendreher heißt. Weil man dreht damit Schrauben und zieht sie nicht. I can definitely see some problems. Ja, sieht eher aus, als bräuchte ich einen Schraubenschlüssel dafür. Not helping. Wieso nicht? Dann nehme ich einen Schraubenzieher. Oder eine Zange. Ach so, okay. Ich habe immer das eine Werkzeug oben. Verstehe. Ja, das habe ich jetzt schon gecheckt. Also, eigentlich brauche ich einen Schraubenschlüssel dafür, so wie das aussieht. Ja. Okay. Dann wahrscheinlich muss es die Zange sein. There. Fits like a deadly electric glove. Okay. Kühlerverschluss. Checken wir den mal. Hm, da suppt's schon ordentlich raus. Pretty gunked up. I think I should move on to something else. Ja, okay. Der Kühler ist einfach nur hässlich. Benzinfilter, schauen wir uns den mal an. An den Zahnriemen will ich mich erstmal nicht wagen. This thing is gunked the fuck up. Okay, was mache ich damit jetzt? Durchpusten? Maybe. Oh. Ah. Okay. Sick. Das hat doch ganz gut geklappt. Gar nicht, dass ein Auto sowas hat. Okay, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn da? Radio? Nee, lassen wir erstmal aus, sonst kriege ich wieder Probleme mit der GEMA. Was ist das für ein Ding hier?
Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. Ist vom Ventilator oder was? Die kühler Luft. I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Okay. Ja, Gaffertape. Es gibt nichts Wichtigeres für einen Ingenieur. What do I see? Bisschen aus wie ein Totenkopf. Weder noch. Aber. Okay, oh. Machen wir einen Löwen dahin. I know. Ja, okay, mit bisschen Fantasie. Gut, wir haben noch die Verteilerkappe. Die haben wir hier auch gesehen. Eins oben, zwei links, drei rechts, vier unten. Aber unten ist es auch ein bisschen verkehrt. Eins, zwei, vier, drei. Fünf außen. Okay, eins, zwei, drei, vier, okay. Ja, schauen wir erstmal das Ding an. Vielleicht stimmt ja alles, vielleicht haben wir Glück. The distributor cap. Ist das für die Zimtkerzen oder was? I need something small to scrape the gunk off the cap. Etwas Kleines? Ja, würde ich eigentlich einen Schraubendreher nehmen, oder? Sollte sich nicht die Batterie abklemmen, wenn man solche Sachen macht? Bin ich ganz sicher, aber das Ding ist am Strom. Oder nicht? Würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Schraubendreher reinpacken. Okay, jetzt ist das Ding abgegangen. Mal. Jetzt eine neue Feuerwarnung oder was? Noch immer aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Okay. Go back from whence you came. So, das ist auch repariert. Super. Wofür brauche ich die Anleitung überhaupt? Totaler Quatsch. It's pretty loose. How can I tighten it? Wahrscheinlich mit dem Schraubenschlüssel. Gut, dass ich hier nichts machen muss, nur nachziehen scheinbar. Much better. Okay. Also wenn er jetzt nicht anspringt, dann weiß ich es auch nicht. Wir haben es alles so gut repariert. Spark plugs busted. Okay, doch nicht. Carbon deposits. Of course. Okay, das heißt, wir müssen ein paar neue Zündkerzen suchen, so wie es aussieht. Oder eine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur die eine Zündkerze hinüber ist bei so einer alten Karre. Okay, scheinbar hat sie noch irgendwie eine Zündkerze dabei gehabt. Oh yeah! Er funktioniert! Er läuft zumindest. Gucken, Getriebe. Getriebe geht auch, so wie es aussieht. Ja. Hey, Chloe ist ganz schön mutig dafür, dass sie wahrscheinlich keinen Führerschein hat mit 15. Jetzt braucht sie nur noch Geld für Sprit, der ja heutzutage nicht besonders günstig ist.
Okay, womit wäscht sie sich jetzt die Hände? Hey! Junkyard Queen! Where are you at? Rachel, genau richtig! Hey! Holy shit! Your hair! It's so... Blau, würde ich sagen. Badass. I was gonna say hot. But, yeah, badass too. Interesting choice in shirt too. Kommt dir das bekannt vor? It involves fire. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Oh yeah, jetzt wird Rachel aufgerissen mit meiner heißen Karre. Was für ein Arsch. Hey, Price. Ah, der Typ. Nice wheels. Willst du denn hier? Ach so, stimmt. Der sollte herkommen. Ganz vergessen. Early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Doch, alles cool, aber ich sag erstmal nix. Besser erstmal die Fresse halten. Oder hätte ich besser gesagt, alles cool? Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Rachel, halt dich da raus. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us? Nein, ach Rachel, du bist so blöd. Don't fucking touch her. Typ fällt aber auch direkt um, ey. Kommt so ein kleines 50 Kilometerchen und schubst ihn so ein bisschen und er fällt direkt hin. Was für eine Muschi. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Ein geschmeidig Typ. Frank says you were asking about a client of his. That true? Ja, natürlich ist es wahr. Ich kann ja jetzt schlecht lügen. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay. Frank hat auch keinen Bock auf den Typen. I want to know right now why you give a shit about this woman. Ich verstehe es auch nicht, warum es ihn so sehr interessiert. Ich kann gerade überlegen, Leute, wir müssen eine kleine Pause machen. Beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei hier bei Life is Strange Before the Storm. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Headshot.